Also mein Name ist Maya Susanne, bin 27 Jahre alt, komme aus Bamberg und ich betreibe Berglauf und Skibergsteigen im Winter. Und das sind meine zwei Sportarten. Ich betreibe Berglauf eigentlich schon seit meinem Kindesalter an. In Bamberg ist mir einfach nicht viel übrig geblieben, als wie bergauf zu laufen, weil viel flache Platzeln gibt es einfach nicht. Und die Leidenschaft ist mir einfach geblieben und die ist mir bis jetzt noch geblieben. Und mich fasziniert es einfach, ob jetzt im Winter oder im Sommer, ist egal eigentlich, den Berg zu erklimmen. Das ist für mich einfach einzigartig, immer wieder an seine Grenzen gehen zu können. Und wenn man dann am Ziel ist und ganz oben steht, also das Gefühl, das ist einfach ein Gefühl der Freiheit und man ist einfach in Einklang mit der Natur und das fasziniert mich einfach. Mein liebster Platz ist der Hochstein. Der Hochstein ist einfach mein Hausberg. Ich kann den im Winter sowie im Sommer einfach für mein Training benutzen, sei es eben beim Berglaufen oder beim Skibergsteigen. Man kann ihn von allen Seiten her erklimmen und er bietet wirklich einzigartige Trainingsbedingungen. Und ja, das Panorama oben, das ist wirklich einfach einzigartig, vom Iseltal weg bis ins Buschtertal nach Südtirol, bis runter nach Kärnten. Also der 360-Grad-Winkel, der Ausblick, der ist einfach ja, unbeschreiblich und der fasziniert mich eigentlich immer wieder und der lässt mich immer wieder Kraft tanken und wieder ja, beim nächsten Training wieder voll fit durchstarten zu können. Osttirol ist für mich einfach meine Heimat. Mit Osttirol verbinde ich einfach zahlreiche schöne Momente auf Gipfeln, beim Training oder auch wenn man mit Freunden unterwegs ist. In Osttirol findet man immer einfach Platzeln, wo man für sich ganz allein ist. Man kann wirklich mit der Natur ganz eins sein. Die Trainingsmöglichkeiten sind ein Wahnsinn als Bergläufer, weil es gibt tausende Berggipfeln, die was erklimmt werden können. Also da wird einem wirklich nicht langweilig beim Training und das ist für mich einfach einzigartig und ich schätze das wirklich sehr, dass wir noch diesen Sport und einfach die Natur noch so genießen können in Osttirol, abseits von jeglichem Massentourismus und das ist für mich einfach einzigartig. Geheimtipps gibt es in Osttirol, glaube ich, echt viele. Also da kann ich gar keinen speziellen eigentlich sagen, weil ich finde, in Osttirol hat jedes Tal seine Einzigartigkeit. Ich finde einfach, dass in Osttirol jeder seinen Sport ausüben kann, sei es mit dem Berglaufen oder beim Wandern oder beim Mountainbiken oder Radlfahren. Ich glaube, man wird immer wieder mit einzigartigen Erlebnissen belohnt und es ist einfach, ja, für mich ist es einfach, ja, Osttirol ist einfach so vielseitig, dass das, glaube ich, das gibt es kein zweites Mal in ganz Österreich. Mit Osttirol verbinde ich einfach meine Heimat. Ich verbinde damit, dass ich einfach ja, vor die Tür gehen kann und loslaufen kann, dass ich einfach eins bin mit der Natur, dass ich meine Stille finde und dass ich einfach ja, die ganze Umgebung einfach da genießen kann und die ganzen Eindrücke von außen, die kann man wirklich einmal ausschalten und live für sich selber sein. Wunderschön. Die Natur ist einfach unbelassen. Die Stille auch und einfach einzigartig.